Hi Freunde! In diesem Tutorial wollen wir eine möglichst einfache Web-App schreiben, mit der wir Daten aus einer Datenbank auf einer Webseite im Browser anzeigen können. Dazu werden wir Spring Boot und Kotlin benutzen, also professionelle Technologie, mit der wir unsere App theoretisch beliebig groß ausbauen könnten. Aber hier geht es erstmal darum, wie wir möglichst schnell zu einem guten Ergebnis kommen, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Um loszulegen, gehen wir auf die Seite Spring Initializer. Ich google einfach mal danach, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Start.spring.io. Ja, Cookies wie immer. Wir brauchen ein Gradle-Projekt und ich werde das in Kotlin schreiben, weil das kürzer und eleganter ist als in Java. Die Spring Boot-Version 2.1.6 nehme ich einfach mal so. Group ist also die Domain unserer Organisation rückwärts. de.oncoding. Und dann das Artifact, ich nenne das mal FreeMarker Tutorial, das ist also der Projektname. Options brauche ich alles nicht. Java 8 ist okay, wir schreiben in Kotlin, aber es geht darum, welche JVM darunter läuft. Und jetzt holen wir uns ein paar Dependencies. Wie gesagt, der erste wird FreeMarker sein. Und dann brauchen wir auch Spring Data, Spring Data JPA und das Spring Web Framework, Spring Web Starter. Mit den drei Dependencies generiere ich das Projekt und ich benutze eine frisch aufgesetzte Installation von IntelliJ Community Edition. Wenn ihr Ultimate habt, umso besser. Aber ich werde das hier für die kostenlose Community Edition zeigen. Die heruntergeladene ZIP-File, die extrahieren wir und zwar irgendwohin in ein Projektverzeichnis. Ich bin hier auf einer virtuellen Windows-Maschine. Ich überlege mir, wo ich das hinschiebe. Ach, ich schiebe das direkt auf C. Die Maschine wird eh wieder gelöscht. Und wenn jetzt der Ordner aus der ZIP-File an einem Ort ist, dann klicke ich in IntelliJ auf Import Project, gehe genau an die Stelle, vielleicht muss ich das hier noch aktualisieren, hier ist FreeMarker Tutorial und dann importiere ich also das generierte Projekt und sage From External Model Gradle. Also da ist ein Gradle-Projekt in unserer ZIP-File gewesen und das importieren wir jetzt. Ich klicke hier oben Use Auto Import an und ich habe auf dieser virtuellen Maschine nicht Gradle Standalone installiert. Ich hoffe, dass IntelliJ das einfach von sich aus schon mitbringt. Und das werden wir jetzt gleich sehen. IntelliJ lädt hier eine aktuelle Gradle-Version im Hintergrund runter. Ich halte das Video kurz an. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Er läuft jetzt schon eine Weile und lädt im Hintergrund bereits die Dependencies herunter, also die Libraries und Frameworks, die wir aufgrund unseres Setups da schon benutzen. Während er das macht, schauen wir uns mal die build.gradle.kts-File an. Das ist also die Gradle-File, die beschreibt, welche Abhängigkeiten unser Projekt enthält. Und wir sehen hier Spring Boot Starter JPA, Spring Boot Starter FreeMarker, Spring Starter Web. Das ist das, was wir da in dem Spring Initializer gesagt haben, dass wir das benutzen wollen. Und darunter kommen hier ein paar Dependencies für Kotlin und Spring Boot Starter Test. Also ein schlankes Setup und das sollte out of the box funktionieren. Dann können wir als nächstes uns anschauen, was hier in unserem Source-Ordner jetzt drin ist. Unter Main Kotlin liegt eine Application. Das ist also die ausführbare Klasse, die wir gleich starten können, wenn er die Dependencies fertig runtergeladen hat. Und unter Resources liegt soweit noch nichts. Hier sind nur ein paar leere Ordner vorbereitet und in der Datei Application Properties steht auch noch nichts drin. Ich fange mal damit an, in dem Ordner Resources Templates eine neue Datei anzulegen und das mache ich hier mit Rechtsklick auf den Ordner. So,
New. Ah. Jetzt hat IntelliJ anscheinend fertig gebaut und schließt mir den Ordner netterweise direkt. Also nochmal auf Templates, ein Rechtsklick, New und dann klicke ich hier direkt File an und die Datei nenne ich hello.ftl. FTL ist also Free Marker Template. Und hat er hier irgendwie einen sinnvollen File-Type? Er sagt nein. Ich klicke mal HTML als Matching File-Type an, das kommt ihm also am nächsten. Was ein FreeMarker-Template ist, ist nämlich im Prinzip eine HTML-File, nur mit Platzhaltern, die dann von einem Java-Programm gefüllt werden können. Doctype HTML kommt hier oben als Kopf rein. Dann ein Tag HTML lang gleich DE in Anführungszeichen. Und dann kommt hier Head. Nein, nicht Search for, sondern hier Head. Meta Charset UTF minus 8. Dann kommt Title, das ist was im Browser oben als Titel der Seite angezeigt wird. Ich schreibe mal Hello rein. Und hier können wir später noch Style Sheets verlinken, um das Ganze optisch ansprechender zu gestalten. Und jetzt wollen wir einen Body mit Class Title Hello. Und jetzt kommt etwas, was kein Standard HTML ist, nämlich ein Dollarzeichen und geschweifte Klammern. Und dann ein Variablenname. Hello Name. Und das war's im Prinzip auch schon. Ich gucke mal, ob ich mit Steuerung Shift F hier formatieren kann. Nein, damit kann ich suchen. Kann ich mit Steuerung Alt L formatieren? Könnte ich, aber er wendet hier keinen sinnvollen Autoformat an. Okay, lassen wir das erstmal so. Was wir jetzt erreichen wollen, ist dieses Template, also dieses Muster einer Seite, von unserem Spring Kotlin-Programm aus zu benutzen und zu befüllen. Also wir wollen hier Daten aus unserem Kotlin-Programm hineinstecken. Dazu lege ich hier eine neue Klasse an und die nenne ich Hello Controller. Eine Kotlin-Klasse. Und Controller mit Doppel-L. Controller. So. Und über die Klasse schreibe ich drüber addController. Damit weiß das Spring Framework also, dass das der Controller für eine Webseite ist. Und wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Und jetzt schreibe ich Function Hello. Und an diese Funktion schreibe ich drüber addGetMapping. Importiere das auch, das GetMapping. Und da kommt ein Slash rein. Damit sage ich dem Controller oder ich sage dem Spring Framework, das hier ist ein Controller. Das heißt, der lauscht auf ankommende Web-Requests. Und hier sage ich ihm, wenn ein HTTP-GET-Request reinkommt, an einen nicht näher definierten Pfad, also einen Root-Pfad unserer Anwendung, dann führe bitte diese Funktion hier aus. Und was wir gerne zurückgeben wollen, ist die Seite, die wir hier mit FreeMarker angelegt haben. Also indem ich hier schreibe Hello, wird er nach hello.ftl suchen und versuchen, aus dem Template eine HTML-Seite zu bauen.
Jetzt gebe ich hier etwas zurück. Da beschwert sich der Compiler zu Recht, dass meine Funktion gar keinen Rückgabetyp deklariert hat. Also so schreibe ich hier noch String hin. Und weil ich in meiner FTL-Seite, ich schiebe die mal hier nach rechts, ja eine Variable namens Name erwarte, übergebe ich dem FreeMarker Renderer hier noch eine Variable Name. Ich mache das, indem ich mir von dem Spring Framework hier eine Klasse injecten lasse, nämlich das UI Model, und dem Model füge ich ein Attribut mit dem Namen Name hinzu und mit dem Wert Internet. Ich schließe das hier so mal, schiebe das ein bisschen rüber. Also, das ist mein Controller. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich die Anwendung ausführe. Also, ich gehe in die Klasse FreeMarker Tutorial Application und klicke hier bei Main auf das kleine grüne Dreieck, um die Anwendung zu starten. Es dauert wieder ein bisschen, aber nur beim ersten Mal. Spätere Builds werden schneller gehen. Ich halte das Video noch mal kurz an. Also meine virtuelle Maschine ist hier sehr langsam. Ich hoffe, auf eurem Rechner geht das direkt mal schneller. Ich benutze die virtuelle Maschine, um eine saubere Umgebung zu haben und nicht irgendwelche unfairen Vorteile, also nicht irgendwelche schon vorinstallierten Sachen, die ich habe und die euch dann fehlen. Das ist die Idee dahinter. Was hier jetzt passiert, ist, dass er die Anwendung zusammenbaut und Spring Boot bringt einen eingebauten Tomcat, also einen Java Servlet Container, einen kleinen Application Server mit sich. Und der wird jetzt im Hintergrund ausgeführt. Und wenn alles klappt, sollte ich gleich in der Lage sein, unter der Adresse localhost 8080 unsere Anwendung aufzurufen. Und da in unserem Controller kein weiterer Pfad steht, müssten wir direkt hier unsere Webseite sehen. Das passiert noch nicht. Ich sehe hier, dass irgendwas fehlgeschlagen ist. Er sagt, er hat keine Data Source. Ja, wir haben in unserer Build.gradle-File ihm schon verraten, dass wir gleich JPA, also eine Datenbank, benutzen wollen. Die haben wir jetzt aber noch nicht angebunden. Ich kommentiere die Zeile hier mal aus, wenn ich es schaffe. Das ist der Line-Comment Steuerung Slash. Und dann versuche ich das einfach nochmal, ohne ihm zu verraten, dass wir bald eine Datenbank benutzen wollen. Ich hoffe, das war der Grund, warum er jetzt nicht starten konnte. Wenn ich hier draufklicke, können wir sehen, womit er im Hintergrund beschäftigt ist. Er refresht also das Gradle-Projekt und aktualisiert die Dependencies. Dann baut er das Projekt, was bedeutet, er kompiliert den Code und packt unseren kompilierten Code gemeinsam mit den Framework-Bestandteilen zusammen in eine JAR-Datei, in ein Artefakt. Und jetzt sehen wir, er startet das Ganze. Hier begrüßt uns Spring, Starting Tomcat, initialized with Port 8080. Tomcat started on Port 8080. Und jetzt darf man gespannt sein. Localhost 8080. Und nein, danke Google, wir brauchen es nicht übersetzen. Hello Internet. Also, das hat schon mal funktioniert. Wir haben unser FreeMarker Template, das heißt ein Template, eine Schablone für HTML-Seiten und Schablone deshalb, weil abhängig von den Attributen, die wir in unserem Controller in das Model stecken, wird von der Templating Engine, also von FreeMarker, die eigentliche HTML-Seite zusammengebaut und dann zur Verfügung gestellt. Wir können das Ganze noch ein kleines bisschen spannender machen, indem wir sagen, wir nehmen auch noch einen Request-Parameter entgegen. Add Request-Param. Und der hat den
Value Name und er wird nicht benötigt, also required false. Es ist völlig okay, den ohne Request-Parameter aufzurufen. Das müssen wir jetzt wieder importieren. Und default, also wenn jemand keine Request-Parameter angibt, dann machen wir, benutzen wir Internet. Und jetzt wird das hier schon wieder unleserlich. Ich fange hier nach dem Komma mal eine neue Zeile an. Dann kommt hier noch ein Variablenname, also Name vom Typ String, Klammer zu. Und hinter dem Klammer zu, vor dem Klammer zu mache ich noch einen Zeilenumbruch. Also wir haben unsere Hello-Funktion nimmt zwei Parameter entgegen. Einmal das Model, das ist also ein Bestandteil des Spring Frameworks, und dann ein Request-Parameter. Und was der macht, zeige ich euch gleich. Und anstatt jetzt hier den Attributwert auf Internet zu setzen, setzen wir ihn auf Name. Das heißt, falls in unsere Funktion ein Name reingegeben wird, benutzen wir den. Falls nicht, haben wir den Default Value Internet. Und jetzt starte ich unsere Anwendung nochmal neu hier oben. Do not show in the future, stop and rerun. Jetzt bin ich gespannt, wie lange es diesmal dauert. Wir ändern diesmal keine Dependencies, also muss er das hoffentlich nicht neu überprüfen. Er baut. Und jetzt startet er. Fertig. Wenn ich die Seite jetzt neu lade, sehen wir immer noch dasselbe. Bitte never translate German. Thanks. Wenn ich aber hinter meine URL schreibe, Fragezeichen, name gleich total surprise, dann gibt er uns hello total surprise als Webseite zurück. Also wir haben hier einen sogenannten Request-Parameter an das HTTP-Request angehängt, indem wir an die URL ein Fragezeichen und dann Parameter Name gleich Wert angehängt haben. Und Spring gibt diesen Request-Parameter an die Funktion weiter. Und die Funktion, wenn sie denn einen Value für Name findet, steckt das ins Model und dann landet es hier in unserer Seite. Soweit, so gut. Jetzt wollen wir aber selten nur irgendwie einen Wert rendern, sondern meistens wollen wir irgendwelche Listen von Daten rendern. Also machen wir mal hier, nein, nicht das LI, das kommt da rein. UL für Unordered List. Und jetzt wollen wir hier List Items drin haben. Sagen wir von Kunden. Also Chuck Norris ist unser Kunde. Mit einem Alter von stolzen 62 Jahren, sagen wir mal. Und jetzt wisst ihr schon, wie wir diesen einen Wert stattdessen als Attribut aus dem Code reingeben könnten. Wir wollen aber eine Liste von Werten reingeben. Also statt hier hardcoded Werte zu haben, möchten wir in unser Model gerne Customers reingeben. Customers. Das müssen in eurem Fall keine Customers sein, sondern irgendeine Art von Liste, die wir später aus der Datenbank lesen, aber jetzt vorübergehend hardcode ich sie mal, indem ich hier schreibe List of Chuck Norris 42 und Donald Duck, keine Ahnung wie alt er ist, und Rincewind, der Zauberer, und keiner kennt sein Alter. Ich übergebe jetzt also eine Liste an das Model als Attribut. Und für jedes Element der Liste möchte ich jetzt automatisch so einen Eintrag auf der UI gerendert haben. Und das mache ich mit dem Rautezeichen List Customers, das ist jetzt der Name, as entry
Also jetzt hole ich mir jeden Eintrag aus der Customers-Liste. Nein, nicht slash UL. Da hilft die IDE mir ein bisschen zu viel. Slash, nein, auch nicht das. Slash Raute List. Damit tut sich die IDE jetzt schwer, weil sie keine FreeMarker-Syntax kennt. Falls ihr IntelliJ Ultimate habt, das wird FreeMarker unterstützen, aber IntelliJ Community Edition hält das jetzt für eine HTML-Seite und in HTML gibt es dieses Raute List nicht. Und statt hier Chuck Norris reinzuschreiben, schreibe ich hier zwischen die List-Tags li und dann wieder Dollar, geschweifte Klammern, Entry. Okay. Und jetzt starte ich die Anwendung mal neu und wir sehen, was passiert. Da ist sie schon. Wenn wir an dem FreeMarker-Template was verändern, muss er nicht mal neu bauen, sondern nur neu starten und das dauert nur 5 Sekunden. Oh, es hat schon funktioniert. Ich bin begeistert. Ich habe das also nicht geübt. Ihr seht, wir erzeugen eine Liste von Strings und übergeben diese Liste von Strings als Attribut namens Customers an die Templating Engine. Und die Engine liest dieses Template und sieht hier, wir wollen etwas mit der Liste von Customers machen. Es ist wie eine Schleife über Customers, wo wir jeden einzelnen Eintrag dann als Entry deklarieren und dann erzählen wir, was wir mit jedem Entry machen wollen, nämlich ihn einfach darstellen. Cool. Ich extrahiere hier die Liste mal in eine lokale Variable. Customers List. Das sieht dann also so aus. Val Customers List gleich List of und dann die Strings. Und dann sage ich hier unten model.addAttribute Customers List. Ja. Wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung mit objektorientierter Programmierung habt, werdet ihr sehen, dass es unüblich ist, hier diese Daten als String zu repräsentieren. Was wir üblicherweise haben, ist eine Klasse, die wir Customer nennen und in der dann definiert ist, ein Customer hat eine ID, das könnte also ein Integer sein. Ein Customer hat ein First Name. Das ist ein String, ein Last Name. Das ist auch ein String. Und ein Geburtsjahr, Birth Year. Das ist ein Integer. Und dann belasse ich es jetzt erstmal kurz damit. Anstatt hier also diese Strings reinzugeben, würden wir hier Customers reingeben. Customer mit der ID 1 ist Chuck Norris. Jetzt müsste ich das Geburtsjahr rückwärts rechnen. Ich sage einfach mal 1951. Dann dupliziere ich die Zeile aus Faulheit zweimal und ersetze jetzt nur die Daten hier drin, 2 und 3, Donald, Duck und Rincewind, der Zauberer und das Geburtsjahr, keine Ahnung, wann die geboren sind. Irgendwann. Okay, jetzt habe ich eine Liste von Customers, keine Liste von Strings mehr, sondern eine Liste von Customers. Und jetzt, anstatt hier nur einen Listeneintrag zu haben, habe ich einen Customer, die Variable benenne ich mal um, und kann in meinen geschweiften Klammern auch schreiben Customer.FirstName. IntelliJ hilft mir dabei wieder nicht, zumindest die Community Edition. Deswegen muss ich hier aufpassen und gleich testen, ob ich das Richtige mache. Customer.lastName.
Ich mache das hier mal kleiner. Also ich schreibe Dollarzeichen, geschweifte Klammer, Customer.firstname. Und das ist ein Paragraph, das sollte ein Dollarzeichen sein. Leerzeichen, Dollarzeichen, geschweifte Klammer, Customer.lastname. Schnell neu starten. Also wichtig ist, dass der Variablename, den ich hier benutze, derselbe ist, den ich hier deklariere. Customers muss übereinstimmen mit dem Attributnamen, den ich hier links festlege. Dann hier rechts denke ich mir irgendeinen Variablen-Namen aus und den kann ich dann hier unten wieder verwenden. Und die Attribute First Name und Last Name müssen übereinstimmen mit den Attributen meiner Klasse, auch von der Schreibweise her. Also beides jetzt Camel Case in dem Fall. Und wenn ich neu lade, sehen wir, dass hier First Name und Last Name aus den Klassen genommen und hierher geschrieben wurden. Das ist also genau, was ich erreichen will. Ich muss nicht die gesamte Klasse benutzen. Also wir haben hier IDs und Geburtsjahre, die sind momentan gar nicht dargestellt. Was ich jetzt auch machen kann, ist zu sagen, meine Klasse hat noch einen Body, in dem ich eine Funktion definiere, getAge. Und getAge returnt 2019 minus BirthYear. Das ist jetzt gecheatet, ich würde natürlich hier nicht hardcoded 2019 hinschreiben. Und gibt ein Integer zurück. Und jetzt kann ich hier in meinem HTML-Template auch noch die Funktion customer.getAge, Klammer auf, Klammer zu aufrufen. Und wie gesagt, nicht geübt. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich es mir vorstelle. Ich würde jetzt erwarten, dass von jedem Customer hier die getAge-Funktion aufgerufen wird und sein Alter ausgerechnet wird mit 2019 minus Geburtsjahr. Und ja, das funktioniert auch. Sehr schön. Also denkt dran, es ist Server-Side-Rendering. Also was nicht passiert ist, dass diese Klasse und die Funktion zum Browser gesendet und im Browser dann ausgerechnet werden, sondern wenn ich das Request hier abschicke, kommt es beim Server an, im Controller. Der Controller baut das Model zusammen und übergibt das Model dann gemeinsam mit dem Template an die Templating Engine, an FreeMarker, das eingebaut ist in Spring. FreeMarker rechnet sich auf dem Server aus, wie die HTML-Seite auszusehen hat und schickt dann die fertige Seite, also schickt genau das zurück zum Browser. Cool. Dann ist es noch unüblich, hier jetzt eine Liste mit mehreren Elementen zu machen. Typischerweise nehmen wir dafür eine Tabelle. Also lasst uns hier mal eine Tabelle schreiben mit dem Tag Table. Dann eine Table Row mit Überschriften, nicht th, sondern nur th. Th, ach, wir haben ja eine deutsche Seite. Vorname, th, Nachname, th, Alter. Und dann kommt eine neue Table Row. Und die Table Row kommt aber schon in die Listenschleife. Also dieser List-Tag ist ja eine Art FreeMarker-Schleife. Also da, wo vorher unser List-Item stand, mache ich eine neue Table Row auf. Und dann kommt hier TD, ich vergesse gerade schon wieder, wofür das eigentlich stand. Table Dingsbums. Und also es ist eine Tabellenzelle, was wir da machen. Ich weiß nicht mehr, warum das jetzt D hieß. TD. Und hier füge ich diese Elemente ein. Immer mit den geschweiften Klammern und dem Dollarzeichen, die FreeMarker also sagen, das ist was, was du auswerten musst. Und jetzt starte ich das auch nochmal neu. Und lade die Seite. Und da haben wir unsere
HTML-Tabelle. Sehr schön. Ja, dann lasst uns das noch kurz ein bisschen stylen, bevor wir also unsere Daten hier tatsächlich aus einer Datenbank lesen. Dazu gehe ich in dem FreeMarker-Template nach oben in den Head. Hier hatte ich vorhin ein bisschen Platz gelassen und hier sage ich Link. href gleich Anführungszeichen slash CSS slash main.css und dann Anführungszeichen schließend und dahinter kommt rel stylesheet. Damit sagen wir, ups, Stylesheet kommt in die Anführungszeichen. Damit sagen wir der HTML-Seite, sie soll bitte noch ein Stylesheet laden, das sie findet unter CSS Main. Und das ist statischer Content. Also sind reine Dateien, die ausgeliefert werden sollen vom Server. Deswegen kommen die hier in den Ordner Static. Da lege ich einen Unterordner CSS an und dann eine neue. Haben wir hier CSS-File-Type? Haben wir nicht. File main.css. Und wir wollen jetzt gerade keine IntelliJ Ultimate Edition haben für das Tutorial. In die CSS-File kann ich jetzt CSS-Style-Regeln schreiben. Also zum Beispiel kann ich da schreiben Table with 50% min width 300 Pixel. Wenn ihr die IntelliJ Ultimate Edition habt, dann unterstützt euch da der Compiler auch und sagt euch, ob ihr was falsch macht oder nicht. Aber als einfaches Beispiel sollte es auch so gehen. Scheint nicht funktioniert zu haben. Ich klicke hier mal auf Inspect. Network. Jetzt lade. Ah, wir sehen schon, Main CSS wurde offenbar geladen. Ja. Wurde das gar nicht angewandt? Ah, ich habe nicht den Eindruck, dass die Table gerade größer wird. Aber zumindest technisch sind die Regeln da. Das ist durchgestrichen. Table. Durchgestrichen heißt, dass er die Regeln aus irgendeinem Grund überschreibt oder nicht versteht. Invalid Property Value. Schreibe ich width falsch? Width. So habe ich es doch geschrieben. Ah, ich hätte ein Semikolon machen müssen hinter den 50%. Ups. Das war mein Fehler. Probieren wir das nochmal hier. Semikolon. Ist das Komma oder Semikolon? Was sagt er, wenn ich hier ein With Komma mache? Ne, Semikolon ist, glaube ich, richtig. Also ans Ende von jeder Zeile in der CSS-Datei ein Semikolon. Ich schreibe sonst nie CSS ohne Tool-Unterstützung. Das ist jetzt ein bisschen ohne Kontext. Und jetzt, was sagt er jetzt? Breite und minimale Breite sind da. Also er hat die Tabelle immer mindestens 300 Pixel breit und falls ich das Fenster breiter ziehe als 600 Pixel, dann macht es sogar noch breiter und macht es 50%. Okay, wir wollen uns damit gar nicht allzu lange aufhalten. Stylen könnt ihr selber oder einen CSS-Kurs machen. Das war jetzt nur die Demonstration, wie wir überhaupt Styling damit einbauen können. Ja, dann wollen wir mal eine Datenbank an unsere Applikation anschließen. Und ich werde es mir jetzt einfach machen und auf einer Website namens DB for Free mir einfach eine kleine Testdatenbank registrieren. Database, get
Get Your Own Free Database Account. Die ist also nicht für Produktion geeignet, aber die macht es für das Tutorial einfach. MySQL Database Name, Free Marker Test, Benutzername Free Marker, Passwort auch Free Marker und nochmal Free Marker. E-Mail-Adresse, ja, nehme ich mir padatech@gmail.com. Sign up. Den Username gibt es schon. FreeMarker 2. Jetzt muss ich das Passwort nochmal eingeben. FreeMarker, Sign up. Dann kümmere ich mich mal kurz um die Registrierungsmail. Kopiere den Link aus der Registrierungsmail. Und jetzt haben wir hier Database created successfully. Wir können über PHP MyAdmin auf unsere Datenbank zugreifen. Username hatten wir gerade gesagt, war FreeMarker 2. Passwort war FreeMarker, dann kommen wir hier rein. PHP MyAdmin ist jetzt nicht die coolste Oberfläche, aber wie gesagt, es geht mir jetzt um ein schnelles, kurze Lösung fürs Tutorial und für euer eigenes Projekt habt ihr entweder euren Datenbankserver oder setzt lokal einen MySQL-Server auf, wie ihr möchtet. Und jetzt kann ich unter Databases auf FreeMarketTest gehen oder auch hier links. Create Table Name Customer. Go. Customer kriegt eine ID vom Typ Int mit der Länge 32, ich glaube Bit sind das. First Name, Last Name und Birth Date oder was machen wir? Birth Date, Birth Year. Ich halte es mal einfach und sage Birth Year. Die Typen sind Varchar, also Strings sind Varchars. Ich gebe hier eine Länge von 32 Bit jeweils ein. Da könnt ihr für euer eigenes Projekt darüber nachdenken, was ihr macht. Dann Save. Und jetzt haben wir eine Tabelle. Und in die Tabelle Customer können wir auch Daten einfügen. Und zwar, wie geht das? Such mal hier Select from Structure. Irgendwo kann ich auch Daten einfügen. Insert, hier steht's. Value 1, Chuck, Norris, Birth Year 1935. Go. Okay. Und dann noch Donald, ah nein, ID 2, Donald Duck, Birth Year 1971, Go. Okay, das soll hier also unsere Customer-Tabelle erstmal sein. Und Chuck Norris habe ich zweimal eingegeben anscheinend. Dann muss ich den hier einmal löschen. Also das Interface ist nicht das Beste, wie gesagt. Ich muss der Datenbank auch irgendwie sagen, dass die ID der Primärkey ist. Ah, hier Primary. Yes. Geht nicht, weil ich den Chuck Norris zweimal eingefügt habe. Das ist irgendwie blöd. Dann machen wir es nochmal. Delete from customer where ID gleich 1. Go.
Okay, jetzt sind beide gelöscht. Jetzt gehe ich nochmal auf Structure und sage, die ID ist der Primärschlüssel. Jetzt müsste das gehen, weil es den Chuck Norris nicht mehr zweimal gibt. Und dann inserten wir ihn nochmal. Also 1 Chuck Norris 1935. Okay. So, mehr will ich hier auch gar nicht machen. Das ist jetzt nur, um Testdaten zu produzieren. Jetzt wollen wir mal in unsere Anwendung zurück. Ich schließe mal das FreeMarker-Template. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Was wir brauchen, ist unsere Build-Gradle-File. Hier hatten wir Spring Boot Starter JPA auskommentiert. Das muss also jetzt wieder rein. Und was wir brauchen, ist der MySQL-Connector. Das heißt, ich google mal nach Maven Central MySQL Connector J. Und dann finde ich hier im Maven Repository, ich nehme mal die Version 6.6 Gradle und kopiere mir hier das rüber. Kann das hier einfügen und jetzt sollte sich Gradle also auch den MySQL-Connector ziehen. Und das klappt hier so nicht. Ach so, wir haben die, das, was wir hier kopiert haben, ist für eine alte Gradle-File, die in Groovy geschrieben ist und wir haben hier ein Kotlin-Gradle-Projekt. Also machen wir hieraus auch diese Notation Implementation statt Compile Group. Und dann schreiben wir MySQL Doppelpunkt MySQL Connector Java Doppelpunkt 6.6.0 und wir benutzen doppelte Anführungszeichen. Ich gehe nochmal zurück auf die Seite hier, Compile Group MySQL. Also hier steht kein org.mysql, da wollte ich nur sicher gehen. Und jetzt beschwert sich Gradle auch nicht mehr, das heißt der SQL-Connector ist da. Jetzt gehe ich in die Application Properties und schreibe hier spring.datasource.url gleich jdbc Doppelpunkt MySQL Doppelpunkt slash slash localhost. Nein, localhost wird es nicht, sondern wir brauchen die URL von unserer Datenbank. Das hier schließe ich mal. Ich sehe jetzt hier keine URL. Ich hoffe einfach mal, dass die unter dbforfree.net mit dem Port 3306 erreichbar ist. Also dbforfree.net Doppelpunkt 3306 slash und jetzt kommt der Name der Datenbank, FreeMarkerTest und jetzt in die nächste Zeile schreiben wir unsere Zugangsdaten, spring.datasource.username, freemarker2 und spring.datasource.password, freemarker. Okay, und jetzt kommt die datasource-driver-class-name. Das ist com.mysql.jdbc.driver, Driver großgeschrieben. Das ist also eine Java-Klasse, die in diesem Driver-Paket liegt, die wir einbinden. Das ist jetzt MySQL-spezifisch.
Wenn ihr eine andere Art von SQL-Server benutzt, dann müsst ihr kurz mal googeln, wie das Treiberpaket heißt und wie ihr die Spring Properties für eure Art von Datenbank setzt. Cool. Um jetzt Daten aus der Datenbank zu laden, brauchen wir zwei Dinge. Das eine ist eine Entity-Klasse, die die Daten aus einer Datenbankzeile aufnehmen kann. Und die haben wir im Prinzip schon. Also unser Customer, ich mache das hier mal nebeneinander. Zack, der hat die richtigen Felder, um jetzt Daten aus unserer Customer Tabelle aufzunehmen. Er hat die ID, die ist auch ein Integer. Er hat First Name, Last Name und Birth Year. Wichtig ist, dass die Schreibweise übereinstimmt. Also was auch immer in der Datenbanktabelle benutzt wird, muss so auch hier in Java bzw. Kotlin benutzt werden. Das heißt, wenn ich hier ein Camel Case habe, dann muss ich das jetzt umbenennen und angleichen. Die einzige Ausnahme ist, falls ihr Unterstriche habt, also First Unterstrich Name, das würde er von alleine abbilden können auf Camel Case. Das schafft Spring im Hintergrund. Wenn ich das nicht machen will, also wenn ich meine Namen hier behalten will, dann müsste ich drüber schreiben Add Column und dann ihm mitteilen, dass also mein First Name mapped auf First Name in der Datenbank. Das ist die andere Möglichkeit, dem Compiler mitzuteilen, dass diese Spalte auf dieses Feld mappt. Und wenn ihr euch die Add Column Annotation sparen wollt, dann macht es wie gesagt so, dass ihr die Felder in der Klasse gleich nennt wie die Datenbankspalten. So mache ich das jetzt. Und um das zu einer Entity-Klasse zu machen, schreibe ich Add Entity drüber. Damit sage ich dem Spring Framework also, dass das hier einer Datenbanktabelle entsprechen soll. Und die heißt jetzt gerade auch wieder gleich Customer. Das passt also. Wenn das nicht passt, dann muss ich drüber schreiben Table und den Namen der Tabelle. Hätte ich also zum Beispiel die Tabelle Customers genannt, dann müsste ich das hier so mit Add Table Customers drüber schreiben. Oder vielleicht mit Name gleich. Ist er dann zufriedener? Ja. Also Name gleich Customers. Was ich auch noch machen will, ist ihm mitzuteilen, dass das hier die ID ist. Also schreibe ich drüber Add ID und Add generated value. Er soll also bitte für jeden neuen Customer eine eigene ID generieren. Cool. Jetzt habe ich also eine Entity-Klasse, die die Daten aus einer Spalte aufnehmen kann. Jetzt brauche ich noch was, um die Daten tatsächlich zu laden aus der Datenbank und dazu erzeugen wir ein Interface. Das nennen wir Customer Repository. Und das erbt von einer Klasse von Spring Data, die heißt JPA Repository. JPA ist also die Java Persistence API. Und der müssen wir Typinformationen geben. Also ein Customer Repository ist ein JPA Repository für die Entity Customer. Und wir müssen noch den Typ der ID mit angeben. Das ist ein Int. Und in unserem Hello Controller gehe ich jetzt hin und schreibe hier oben hin Add AutoWired. Das muss ich auch importieren. Private late init var
Customer Repository vom Typ Customer Repository. Damit sage ich, mein Hello Controller braucht eine Referenz auf ein Customer Repository und das Customer Repository, davon zeuge ich aber keine Instanz hier per Konstruktor, sondern ich sage zu Spring, bitte verdrahte mir das automatisch, also erzeuge selber Repositories und gib mir einfach eins rein, mir ist egal, wo das herkommt. Und jetzt können wir anstelle unserer Customers List sagen Customer Repository Punkt Find All und das stecke ich schon mal in ein Loaded Customers in eine Variable hier. Und anstelle der Customers List, die hardgecoded war, die lösche ich hier raus, nehme ich die Loaded Customers. Dieses Interface hier erbt also von einer Framework-Klasse, von einem Framework-Interface, das uns ganz viele Datenbankoperationen schon selber zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn ihr hier mal reinschaut, find all by ID, save all, count, delete, da sind sehr viele Operationen, die einfach in dem Framework allgemein schon geschrieben sind. Und dadurch, dass wir dem Repository hier unsere Customer-Klasse, also unsere Tabellenbeschreibung geben, sollte das out of the box funktionieren. Ich starte die Anwendung mal neu und jetzt kommt der große Knall. Ich hoffe, ich habe nicht zu viele Schritte gleichzeitig gemacht. Mit einer lokalen Datenbank wäre ich jetzt ziemlich zuversichtlich. Mit dem DB for Free arbeite ich zum ersten Mal. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Und falls ja, sollten wir jetzt die beiden Datensätze aus unserer Online-Datenbank laden können. Andernfalls sehen wir gleich eine Fehlermeldung. Ah, das sieht schon mal nach einer Fehlermeldung aus. Was sagt er? Cannot load driver class. Warum? Mir fällt gerade auf, dass ich hier in unserem DB for Free gesehen hatte, Server MySQL 8.0. Wir hatten den Treiber für MySQL 6, den habe ich gewohnheitsmäßig benutzt. Gehen wir nochmal auf Maven Central. Maven oder Maven Repository heißt die Seite, glaube ich, inzwischen. MySQL Driver, MySQL Connector Java und ich suche mir jetzt hier den neuesten raus, also 8.16. Ich brauche eigentlich nur die Versionsnummer jetzt ändern in unserer build.gradle.kts-File. Statt 6.0 nehme ich 8.16 und starte nochmal neu in der Hoffnung, dass das schon das Problem war. Vielleicht hieß in der 6er diese Driver-Class hier anders. Jetzt startet die Anwendung neu, wir werden es gleich sehen. Das Einrichten dieser Connection macht man eben auch nicht so oft. Einmal pro Projekt, das heißt, selbst mit ein paar Jahren Erfahrung habt ihr das vielleicht eine Handvoll Male gemacht. Hier steht was von deprecated. The new driver class is com MySQL cj.jdbc.driver. Okay, aber er scheint es erstmal trotzdem gemacht zu haben. Aber er ermahnt uns, wir sollten doch bitte das so hinschreiben. Und the driver is automatically registered via the SPI. It's generally unnecessary. Okay, ich nehme das mal weg. Vielleicht brauchen wir es beim nächsten Neustart gar nicht, aber es scheint jetzt funktioniert zu haben. Und dann mache ich diese Dinge hier mal zu und lade unsere Seite neu. Und jetzt sehen wir eine Fehlermeldung, die uns nicht so viel sagt, aber hier in der Konsole. Oh, freemarkettest.customers doesn't exist. Ja, ich war ja auch bescheuert. Ich habe euch gesagt, wir könnten es Customers nennen, aber wir haben es Customer genannt. Und das bedeutet, eigentlich brauchen wir die ganze AddTableAnnotation gar nicht. Wenn der Tabellenname in der Datenbank identisch ist mit
unserer Klasse, dann können wir es auch weglassen. Aber auf keinen Fall dürfen wir da was Falsches reinschreiben. Jetzt starte ich die neu. Ganz offenbar klappt es auch ohne die Driver Class in den Application Properties zu nennen. Das ist schön. Jetzt lade ich hier nochmal neu. Und wir sehen einen neuen Error. Was sagt der uns? Wo geht's los? Das ist anscheinend eine Fehlermeldung von FreeMarker Template. Sieht so aus, als hätte ich beim Umbenennen meiner Properties hier nicht automatisch das FreeMarker Template mit umbenannt. Das heißt, bei First Name steht noch ein großes N, bei Last Name steht noch ein großes N und nur die beiden benutze ich, ja. Also starten wir das nochmal neu. Und dann lade ich die Seite nochmal neu. Wenn Spring noch startet, passiert ihr nichts. Und wenn Spring fertig ist, dann sollten wir hier unsere Seite sehen. Und da ist sie. Und wir sehen, es sind exakt die beiden Datensätze aus der Datenbank. Das heißt, wir haben jetzt den Durchbruch erzielt. Wir haben die erste vollständige Anwendung, die Daten aus der Datenbank liest und dann über den Controller zusammenbaut und als FreeMarker-Template, als HTML-Seite rendert. Und hier unten das UL ist übrigens falsch, aber das stört Ihnen in HTML nicht so sehr. Unsere Data-Class hier, die können wir übrigens auch in eine eigene Datei schieben oder rüber in die Customer Repository Datei schieben, weil die ja ziemlich kurz ist. Dann müssen wir es hier im Controller vermutlich importieren. Oder auch nicht. Also ein bisschen aufräumen kann man selber. Wenn ihr auf eure Repository-Klasse andere Datenbank-Abfragen schreiben wollt, könnt ihr das folgendermaßen tun. Ich kann hier schreiben wenn ich zum Beispiel filtern will, get customer by name, jetzt müsste ich sagen welcher, oder ich filter einfach mal in beiden Feldern, das ist vielleicht ganz nett, val name oder val search term string. Rückgabetyp ist eine Liste von Customers. Das val ist hier falsch. So. Und um das jetzt zu implementieren, kann ich drüber schreiben add query. Muss ich auch importieren. Native gleich true, wenn wir reines SQL schreiben wollen. Wenn das native gleich true nicht da ist, dann schreiben wir JPQL, also eine JPA-spezifische Sprache, die ein bisschen anders ist. Warum nimmt er das Native jetzt nicht? Native Query. Native Query? Ist es so? Native Query gleich true. Okay, also dann können wir reines SQL hier schreiben. Und ich schreibe select star from customer. Das ist jetzt also der Name der Tabelle in der Datenbank. Mit dem Query würde er schon alles finden und dann selber die ganzen Datensätze mappen auf eine Entität vom Typ customer. Und jetzt schreibe ich noch where last name gleich Prozent Fragezeichen 1. Fragezeichen 1 ist also der Verweis auf den ersten Parameter, den ich hier reingebe. Und Prozent, und ich will kein gleich, sondern ein
like. Also ich suche alle Kunden, wo unser Search-Term in dem Last Name vorkommt, or First Name like Prozent Fragezeichen 1% und dann noch ein Semikolon hier für den Abschluss. Get customers by name ist es eigentlich richtig. Oder wir sollten es nennen find customers, weil get impliziert, dass wir wissen, dass es da ist. Find impliziert, dass wir möglicherweise auch eine leere Liste zurückgeben. Und ja, Spring Data wird jetzt magically hier eine Implementierung für generieren, die halt die Datenbank anruft und genau dieses Query ausführt. Und in unserem Hello Controller können wir jetzt sagen, statt find all, Default Value setze ich hier mal auf null. Dann muss ich sagen, das ist ein nullable String, sonst geht das nicht. Brauche ein bisschen, um zu kompilieren. Ich hoffe. Ich glaube, wir brauchen Default Value nicht mal. Also wenn wir Name als String Fragezeichen, also als nullable String deklarieren, dann wird er den automatisch null setzen, falls es den nicht gibt. Und jetzt gehe ich hier und sage if name null, dann mach ein find all und else mache ein customer repository dot find customers by name und übergib diesen Search Term. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob das auch gleich funktioniert. Je mehr Dependencies wir hinzufügen, desto länger braucht Spring mit dem Datenbankkram halten. Bisschen länger als die 5 Sekunden, die es am Anfang gebraucht hat. Und hier passiert gar nichts. Ah, hier ist was kaputt gegangen. No property name found for type customer. Fail to create query. Versuchen wir etwas zu lesen, was Name heißt? Eigentlich nicht. Okay, ich habe das Video nochmal kurz angehalten, um den Fehler zu suchen. Es liegt daran, dass ich hier Name geschrieben habe. In Wirklichkeit ist es Value. Also Native Query True und Value gleich. Und dann kommt das Query in Plain SQL. Ich mache es mal so, dann passt es besser auf den Bildschirm. Und wenn ich hier Value zu stehen habe, dann fährt jetzt die Anwendung hoch. Und ich habe es eben schon einmal ausprobiert. Wenn ich jetzt refreshe und hier steht Name Total Surprise, dann filtert er in dem SQL Query nach den Datensätzen, wo Total Surprise im Namen vorkommt. Und das ist natürlich nirgendwo der Fall. Wenn ich nichts eingebe, hui, damit habe ich nicht gerechnet. Was passiert hier? Ich schaue mal hoch. The following has evaluated null or missing. Name. Ah, okay. Ja, wir haben ja noch unsere Begrüßung hier, die ich eigentlich mal ausbauen kann. Also Hello Name. Das ist jetzt Quatsch. Also Customers from Database ist der Titel und ich füge das Attribut Name nicht mehr zur Seite hinzu und dann starte ich das Ganze nochmal neu. Also kein Fehler in der Sache, an der wir jetzt momentan arbeiten, sondern ich habe den
Name ja jetzt zu einem Search-Term gemacht. Jetzt lade ich das nochmal neu. Und nochmal. Also, ohne Name kein Filter. Das ist ja hier unser Code. Wenn der Name, den können wir auch mal umbenennen in Search-Term. So, Search-Term. Wenn der Null ist, also nicht übergeben wird, dann suchen wir alle Customers aus dem Repository und andernfalls rufen wir unsere neue Methode auf. Das können wir jetzt auch nochmal ausprobieren. Also name gleich Doe. Funktioniert nicht. Ich hätte gedacht, dass wir Donald hier geliefert kriegen. Haben wir noch einen Fehler? Find Customers by Name Search Term und den Search Term übergeben wir und sagen like Prozent. Das ist seltsam. Das klingt ja, als müsste es funktionieren. Name gleich Empty String sagt er auch nichts. Um das Ganze zu debuggen, setze ich mal hier einen Breakpoint und klicke dann hier auf den kleinen Käfer. Jetzt startet die Anwendung im Debug-Modus. Das bedeutet, der Server fährt ganz normal hoch. So. Aber wenn ich hier schreibe name gleich Doe, dann nicht name gleich, sondern Fragezeichen name gleich Doe, dann hält er hier an mit der Programmausführung und ich sehe hier Search Term gleich Doe. Das ist also, was ich erwartet habe. Mit F8 gehe ich dann einen Schritt weiter und dann sehe ich, okay, er übergibt jetzt also Search Term an diese Methode hier. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist an meinem Query hier was falsch. Like Prozent. Ich vereinfache das nochmal ein bisschen. Mit F9 führe ich das Programm weiter aus. Ich mache mal Last Name gleich. Fragezeichen 1. Or First Name gleich Fragezeichen 1. Vielleicht habe ich mich mit dem Like ein bisschen übernommen. Jetzt müssten wir also nach exakten Treffern suchen. Und wenn Spring soweit ist, dann suche ich mal nach dem Name Donald. Müsste soweit sein. Fehler. Warum? JPI-Style Positional Param was not an Integral Ordinal. Denkt er hier, dieses Semikolon gehört noch zu meinem Parameternamen dazu? Ah, jetzt haben wir es. Also bei nach Donald kann ich suchen, nach Duck kann ich suchen. Momentan kann ich nicht nach Du suchen, weil ich eben hier kein Like drin habe. Jetzt versuche ich es nochmal mit dem Like.
%% or first name like %%, ob es an dem Semikolon lag. Na, wann ist er soweit? Startet noch. Braucht lange heute. Da ist er. Und das mit dem Like scheint immer noch nicht zu funktionieren. Ich guck mal, ob ich ein bisschen tricksen kann hier. Ich mache nur like Fragezeichen 1, first name like Fragezeichen 1 ohne die einfachen Anführungszeichen und in unserem Controller übergebe ich dann Prozent plus SearchTerm plus Prozent. Ich bin mal gespannt, ob er das nimmt. Ist jetzt mein letzter Versuch. Ansonsten überlasse ich euch das Experimentieren mit dem SQL selber. Die wesentlichen Ziele von dem Video haben wir ja erreicht. Ja, so funktioniert's. Okay. Also mit Doe finden wir Donald Duck, mit Do finden wir Donald Duck und mit einem leeren String finden wir alles und mit einem, mit einem U finden wir Chuck und Duck und mit einem HU finden wir nur Chuck. Cool. So, jetzt ergänzen wir noch eine winzige Kleinigkeit, auch experimentell. Ich hoffe, dass das so funktioniert. In den Header schreiben wir noch Meta HTTP equiv gleich refresh content und jetzt eine Nummer einer Zahl von Sekunden, nach der die Seite sich selber refreshen soll. Ich sag mal alle 5 Sekunden. Und gucken wir mal, ob das funktioniert wie erwartet. Ja, der Connection Pool dauert hier lange, weil ich diese kostenlose DB for Free benutze. Ich schiebe unsere Seite mal auf die linke Seite und unser PHP, unsere Anwendung auf die rechte Seite und unser PHP-Admin auf die linke Seite. Jetzt logge ich mich hier nochmal ein. Auf der rechten Seite sehen wir unsere Website und dann füge ich hier mal einen neuen Eintrag hinzu mit der ID 3 und Rincewind, der Zauberer, geboren im Jahr 1111. Und go. Und die Spalte wurde in die Datenbank hinzugefügt und wir sehen, alle 5 Sekunden aktualisiert sich unsere Seite selber. Deswegen sehen wir Rincewind, der Zauberer, jetzt hier, ohne etwas geklickt zu haben.
Cool. Damit bin ich sehr zufrieden und ich beende dieses Video, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.